Yeah. Meow. Meow. Hübsches Drachi. Drachchen. Großer Reeswelge, wir bitten nicht leichthin um eine Audienz. Bitte hör uns an, denn unser Anliegen betrifft nicht nur die Zukunft der Ischgarder, sondern auch die der Drachen. Sei gegrüßt, ehrenwerter Reeswelge. Ich bin Emmerich Borel, Großmeister der Tempelritter und amtierender Regent von Ischgard. Ich bin hier, um dir eine Nachricht im Namen des Volkes von Ischgard zu überbringen. In der Tat. Dein Entsetzen über Ischgards Verrat und dein Wunsch nach Abgeschiedenheit sind nur zu gut verständlich. Doch hegst du nicht tief in deinem Herzen auch noch einen Rest Hoffnung? Ich maße mir nicht an, alles zu verstehen. Aber wenn du ohne Hoffnung wärst, warum hättest du dann Isel auf deinem Rücken reiten lassen? Du machst also einen Unterschied zwischen jenen, die ihre Sünden eingestehen und wieder gut machen wollen, und jenen, die uneinsichtig ihre Missetaten wiederholen. Demnach richtet sich dein Groll nicht gegen alle Bewohner Ischgards, sondern dein Urteil hängt davon ab, ob sie sich ihrer Vergangenheit stellen
und welche Pläne sie für die Zukunft verfolgen. Darf Unrecht geduldet werden, nur weil es von einem Blutsverwandten verübt wird? Oder sollte vielmehr jeder aufgehalten werden, der im Begriff steht, eine unverzeihliche Gräueltat zu begehen? Vor gar nicht langer Zeit bat ich die Kriegerin des Lichts, meinen eigenen Vater aufzuhalten, der sich göttliche Kraft zu eigen gemacht hatte. Das Blut meines Vaters klebt auch an meinen Händen. Doch es war notwendig, um größeres Unheil abzuwenden. Mein Vater hätte unser Volk noch tiefer ins Unglück gestürzt und den Drachenkrieg endlos fortgesetzt. Nun hat Nidhogg Estiniens Körper in Besitz genommen und bedroht unser ganzes Volk. Diese Bedrohung zu beseitigen, wird mit Sicherheit den Tod unseres Freundes bedeuten. Dennoch steht für mich außer Frage, was zu tun ist. Sigmund in Fim, Sesgantis Ekmon, Kien an Ud. Rachi! Mein Rachi! Hallo! Sloskna, Dürkin Iles, Koles. Bobby ist kleiner als Sohn. Los ihn an. Schließ war Holkas kein Gina. Irgendwer geht da drauf. Es genietet, es gedir Ulgar an. Er in an, es nesch an. Es gjas ong. In an, um Inga. Al in, um Ulga. Sma es in an. Sway in Ratatoska dies die an. Slosk kin. Skor ich les ilo. Oh je. Gerne fürchterliches. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt glauben soll. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Dieser rosa Pummel. Hat er mir dann schon gesagt, ach ja. Nee, es hat lange gedauert, bis wieder einer kommt. Oh Gott. Aua. Hallo. Ja. Yeah.
Ja, tja, kann ich die Zeit. Ich habe so das Gefühl, dass mir das Ding nachschauen wird. Durchschnitt 8 Minuten. Na denn? Bin ich gespannt. Achso. Warte mal. Weil. Na doch, ich gehe mal als. Ich trau mich nicht jetzt da rein. Gut, irgendwann muss ich es ja mal wagen. Mehr als falsch machen kann ich es nicht. Habe ich noch irgendwas, was ich in der Zwischenzeit machen kann? Ach ja, das hier wollten wir ja eigentlich vorhin machen. Ich sage wieder, wenn ich davor stehe, dann komme ich rein. Da brauche ich. Nein, jetzt habe ich den fetten. Ah ne, da fehlt noch irgendwas. Nee. Oh, ja, nein, vielleicht. Nee. Ah, okay. Mein Fehler. Einmal abgeben. Ja, Verbundenheit. Ja. Yeah.
da hinten ist noch einer. Okay, da hinten sind auch noch welche. Euch einmal befreien. Ja. Gut, ich dachte gerade für einen kurzen Moment, da läuft die Spinne lang. Herzinfarkt. Gott. Herzinfarkt des Todes. Du bist auch frei. Und wieder eine Quest, die wir abgeben können. Ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob ich die irgendwie nicht am Freitag mache. Ja, wir machen die eine Quest hier auf jeden Fall noch. Okay. Jetzt komme ich sogar rein. Sehr gut. Dann wird das wahrscheinlich für heute das letzte sein. Und dann werde ich mich Freitag dem Weg Richtung Stormblood widmen. Oh Gott, ich hoffe, ich versage jetzt nicht. Der erste Versuch, bitte, Dancer. So, Kai, okay. Ja, mal sehen, ob ich sie krieg. Spannung steigt.
Und ich renne genau nochmal rein. Auch immer wieder schön. Mucke in der Ruhmreiche. Eieiei. Nein, ich will die Muckelmusik. Ernsthaft? Ist das ungewohnt. Mir fehlt mein Bogen. Mir fehlt echt mein Bogen. Eieiei. Werde mich dann richtig bett machen. Einen schönen Abend, viel Spaß noch. Und hört sich dann die Tage. Ja, dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir morgen einen schönen Tag. Das hier wird für heute auch meine letzte Amtshandlung sein. Schätze ich mal. Also es ist echt sehr ungewohnt, mit dieser Fette zu kämpfen. Okay.
tatsächlich auch echt noch ein bisschen üben. Ich hab jetzt Bock auf den Zweikampf. Hab ich das? Ist dem so? Maybe. Pferdchen. Du bist wunderschön, aber nein. Das ist ein was? Okay. Ach ja, gut, ne? Aber waren die anderen schon tot? Nächstes Mal bis zum Ende durchgehalten habe. Okay, aber ich möchte das Mount irgendwann haben. Das Problem ist, ich muss erstmal für die FG sparen. Das heißt, es wird niemals was. Als letztes in einem Kampf sterbe. Eine sehr gute Frage, warum ich gestorben bin. Achso. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es. Vielleicht ist es gar nicht mehr so schlecht, dass ich vorne kämpfe.
Sag okay. Bis gleich. Heilen könnte. Ja! Wenn man mich nicht heilt, ist das ein wenig schlecht. Willkommen zurück, Kaya. Toll. Habt ihr ganz toll gemacht. Ja, gerade geht so. Ich habe hier wieder sehr viel Spaß in der Inni. Nicht. Ich klinge das super positiv. Ja. Ja, wenn man nicht geheilt wird, ist das immer so ein bisschen blöd. Anita. Wir sehen, wie du die nicht schaffst. Ja. Wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht sterbe ich vorher. Ich bin die, die tot am Boden liegt gleich. Wobei ich erstaunt bin, dass ich bei dem Einboss den ersten Versuch sogar als letztes gestorben bin. Da habe ich wohl mal keinen Fehler gemacht. Was auch mal vorkommt. Da geht der Arsch jetzt schon auf Grundeis. Das ist immer falsch. Ich hab doch nicht jeder einzelne scheiß Schatz vor. Ich glaube, ganz so schlecht mache ich mich mit der Klasse gar nicht. Denke ich. Hoffe ich. Allem einzigen deren. Oh, hallo, Kressäger. Sieht echt gut aus, besser als ich mit dem Tänzer. Na, echt? Ich bin mir da bei mir noch nicht ganz so sicher. Gut, liegt bei mir aber vielleicht auch daran, dass ich einfach nur den Baden gewöhnt bin. Hallo, mein Schnuckiputz. Gott, ich ahne was Fürchterliches. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja, ich sag ja, ich ahne was Fürchterliches. Gott, das werde ich so niemals begreifen. Ich hasse sowas.
Pass auf, und dann muss ich irgendwie im richtigen Zeitpunkt wieder weg. Und ich kann froh sein, wenn ich noch am Überleben bleibe. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Am Ende ist wahrscheinlich keine Plattform mehr übrig. Alter, hier geht der Arsch auf Grundeis. Hi. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier irgendwie mache. Was? Komm schon. Boah! kann ich nicht wirklich. Ich muss mich später von der mal erklären lassen. Ich würde ja sagen, es war nicht schwer, aber ich glaube, das war einfach nur Glück. Ich glaube, das war einfach nur Glück. Glückwunsch, dass die Prüfung bestanden. Danke. So, und wenn er mich jetzt nicht zur Drachenkönigin macht, dann weiß ich auch nicht weiter. Bin ich froh, dich gesund und munter wiederzusehen. Ja, was hast du denn erwartet? Wir haben unsere Prüfung bestanden, obwohl es ganz schön knapp war. Wettfüllen hier hatte kein Erbarmen. Hi.
Dachchen. Dann ihn in Siesnet. Sol as fina. Stiska ikin. Er en in an. Sedgar in nitek. Taishi. S-I-I-S-A. Mhm. Nett. Ich habe einen Kupo gehört. Oh, oh Gott. Gott, das ist unglaublich. Ich habe selber so einen. Ich hätte ihn nur gerne auch in einem rosa Bommel. Und in so Creme. In so einem Cremeton. Da geht mein Herz auf. Die Blicke. Gut, wir sind zwar noch nicht aus dem Schneider, aber immerhin haben wir einen mächtigen Verbündeten gewonnen. In der Tat. Dank euch beiden. Allein hätte ich Reswelge niemals überzeugen können. Offensichtlich war Reswelge vor allem von deinem Heldenmut und deiner Stärke beeindruckt. Mir fehlen schlicht die Worte, um deine Leistung gebührend zu würdigen. Gib mir ein neues Outfit. Wir dürfen bloß nicht vergessen, dass der Kampf gegen Nitok noch vor uns liegt. Und wir wissen nicht, wann er zuschlagen wird. War er das? Würde es wissen? Ja, das ist das Brüllen meines Sohnes Nitok. Hallo, Drachi. Ruft er seine Schar zum Angriff? Schnell! Wir müssen sofort zurück nach Ishgard! Oh je, was blüht mir denn gleich? Ich werde aber auch nicht gefragt, ob ich das möchte, ne? Ja, doch hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ohne uns wird Ishgard fallen. Sest Nitek. Sem Igar.
Wenn Restwelger was passiert, spiele ich nicht weiter. Ich weiß, ich habe das schon immer mal wieder angedroht, aber wenn ihm jetzt was passiert, ich spiele nicht weiter. Vergesst es. Stirbt einer, den ich mag? Nee, vergiss es. Nee. Klar, ich darf auf dem Großen reiten. Ja. Warum kriege ich dich nicht als Reittier? Restwerker als Reittier, das wäre cool. Da ist Begleiter? Ist gekommen. Haltet Stand, bis Großmeister Emmerich zurückkehrt. Die Katzen spielen Umfang. Was für eine ungeheuerliche Stärke. Hm? Die armen Drachen. Und wo bleiben wir? Drachen. Ja. Das sind wir. Wir eilen zur Hilfe. Ich bin auch noch da. Kriegerin des Lichts, auf dich haben wir gehofft. Sprech mich doch mal mit Namen an. Oh. Hallo. Oh nein, ich ahne, was kommt. Ich ahne, was kommt. Passiert Restwelger was? Spiel ich nicht weiter? Nee. What an end by Eden! Still walking. Null.
Wehe. Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Lass mich raten. Hi.
Diese Musik jetzt spielen. Ja, war klar. Man muss diese Musik jetzt ernsthaft spielen. Epischer geht schon nicht mehr. Musik finde ich nicht gut, ja. Vor allem, das sind schon wieder solche Gänsehautmomente. Und das Geilste ist, das kann eigentlich nur Final Fantasy bei mir auslösen. Ich krieg in fast keinem einzigen Spiel Gänsehaut. Außer bei dieser Final Fantasy-Reihe. Das ist doch... Wie schaffen die das? Wie? Gehe ich da vorne aufs Klo? Das ist dieses toll, das ist dieses mega. Ich gehe vorher nochmal aufs Klo, bevor ich da reingehe. Ich würde das dann wenigstens genießen können. Obwohl ich das habe.